Hallo Leute und willkommen zum ersten Gefecht der Gruppe A. Und zwar spielt der Mystery gegen den Ultima. Hier sind Gefechtswiederholungen. Der eine spielt mit Prätorianer, der andere mit dem Imperium. Beides Nationen, die ich halbwegs kenne. Und es war ein, ja gut, ihr seht es an der Länge des Videos, recht eindeutiges Gefecht, aber auch ein gutes Gefecht, sage ich mal. Zumindest von einer Seite. Es wurden viele nette Taktiken angewandt, worauf ich natürlich eingehen werde. Und ja, jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen die Armeen an. Also wir haben hier zum einen die Prätonen, habe ich mir sagen lassen, dass man das so ausspricht. Also Prätonianer. Also Prätonianer soll falsch sein anscheinend. Das heißt anscheinend tatsächlich Prätonen. Gut, also hier haben wir Hellebardier-Infanterie. 4 Stück davon. An der Flanke hier 2x Schockkavallerie und hier nochmal einmal. Dann, was besonders ist, hier einmal den General quasi, was ist denn das für ein fliegendes Monster, genau, mit 2 Paladinen. Und ansonsten noch 2 Feldtribocke, ja, 2x einfach ein Feldtribock und das Ganze auf Erfahrung Stufe Gold 3, also das Maximum, glaube ich zumindest. Also die Dinger kosten, wenn man sie auf die Erfahrungsstufe packt, ungefähr 1035, ich habe es auch mal ausprobiert, sind also recht teuer, dementsprechend hat er da auch ein bisschen drauf gesetzt. Die Taktik, die er anwendet, finde ich auch sehr interessant. Zumindest glaube ich, dass es die Taktik war. Zum einen natürlich mit fliegenden Einheiten kann man relativ viel Schaden anrichten. Vor allem, wenn der Feind keine Musketenschützen oder ähnliches hat. Weil die könnten ja viel dagegen unternehmen. So, ja, Bogenschützen, die machen eigentlich kaum Schaden dagegen. Vor allem, wenn sich dann alles am Anfang so ploppt, ist das natürlich recht böse. Da versucht er jetzt allerdings direkt den feindlichen General auszuschalten. Ich meine, 3 gegen 1, da kann der Gegner, also die Grünen, heute auch wenig gegen machen. Weil, was will er machen? Wie will er die fliegenden Einheiten angreifen? Er hat ja nur seine Bogenschützen und die macht da kaum Schaden dagegen. Deswegen tendiere ich auch dazu, wenn ich nichts habe gegen fliegende Einheiten, meinen General nicht auf ein fliegendes Monster zu setzen. Weil wenn man das macht, dann, ja, gibt es so einen Luftkampf, wo man quasi seinen eigenen General nicht unterstützen kann. Das ist immer ein bisschen kritisch. Wenn man eben den General normal auf dem Pferd oder sowas hat oder auf Spinnen, dann müssen die fliegenden Einheiten ja erstmal landen und dadurch werden sie anfälliger. Ja, und da haben jetzt natürlich die Grünen heute ein massives Problem, verlieren direkt zu Beginn ihren General. Sowas tut natürlich weh. Dazu, wie erwähnt, hockt er auf einem fliegenden Monster, das war definitiv auch nicht ganz billig. Bedeutet finanzieller Schaden, Moralschaden, generell fehlen ihm jetzt auch Taktiken, weil ich schätze mal, er hatte ihn ja auf ein fliegendes Monster gesetzt, weil er es irgendwie nutzen wollte. Und es fehlen natürlich die Fähigkeiten. So, und jetzt haben die Bretonen noch einen weiteren großen Vorteil. Und zwar können sie den Gegner einfach, solange sie wollen, mit Artillerie beschießen. Und die fliegenden Einheiten dazu nutzen, um die Offensive ein bisschen zu verlangsamen. Das zwingt also den Gegner dazu, dass er einfach stumpfsinnig drauf zumarschiert. Weil jede Sekunde, wo er länger irgendwie sich auf eine Scharmütze einlässt, hat er halt wirklich große Probleme. Also startet hier die Grünen heute erstmal Cavalry Charge mit ihren nicen Wildschweinen. Ich finde, die sehen echt übertrieben gut aus. Vor allem mit den Orks oben drauf. Weil ich nicht ganz verstehe, warum er die Einheiten hier hat stehen lassen. War wahrscheinlich ein kleiner Microfehler. Und das, darauf wartet natürlich der Bretonianer nicht lange. Und stürmt dann direkt mit seinem General rein. Die Kavallerie von der anderen Seite und die Paladine noch hinterher. Also die Kavallerie hier, die überlebt das Ganze nicht allzu lange. Da kommt auch schon die Verstärkung. Verstärkungskavallerie, aber die ist gar nicht mehr notwendig. Ihr seht, wie die komplett auseinandergenommen werden. Und zu hier weiter Artillerie auf die Infanterieeinheiten. Da ein weiterer Paladin, der den gegnerischen General nochmal jagt, der anscheinend zurückgekommen ist. Der jetzt dann aber demnächst sterben müsste. Genau, jetzt ist er tot. Das schadet natürlich der Moral, das seht ihr hier. Es wird weiterhin mit Artillerie drauf gefeuert. Manche Einheiten haben da schon gut was an Moral wegstecken müssen, auch generell an Einheiten. Und die Grünen heute sind noch nicht ansatzweise an den Bretonen dran. Gut, die Artillerie trifft nicht immer, aber hier wird auch gezielt auf eine Einheit geschossen. Das ist, denke ich mal, recht effizient. Die Grünen heute haben jetzt noch nur noch die Chance, dass sie quasi im Nahkampf irgendwie den Feind ausschalten können. Hier fliegen auch, oh, ich liebe die Artillerie, diese Suizidkanonen. Da wird jetzt nochmal Kamikaze-Katapult. Allerdings wird die jetzt auch direkt vom Paladin ausgeschalten. Ich meine, wenn die trifft, dann tut sie weh. Ich glaube, jetzt trifft sie sogar einmal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. Also zack, die tut schon ordentlich weh. Also war es auch recht wichtig, die auszuschalten.
werden weiterhin die Einheiten ausgestattet. Und die haben halt wirklich das Problem, die Grünhäute, dass ihre Gegner auch noch die Kavallerie haben. Das bedeutet, die Grünhäute können überhaupt nichts tun. Die können nur noch stumpfsinnig draufrennen, keinerlei Taktik mehr anwenden. Selbst wenn er irgendeinen Plan hätte, könnte er ihn nicht durchziehen, weil alles eigentlich sinnlos ist. Gut, da hat es noch Trolle, die könnte man natürlich böse nutzen, aber er scheint inzwischen auch zahlenmäßig unterlegen, nicht mal direkt auf dem Feld, aber da hinten stehen die ganzen Einheiten rum, die eben durch die ständigen Angriffe der fliegenden Einheiten verlangsamt werden. Die können, ja, teilweise werden sie ausgeschaltet, die kommen quasi gar nicht erst an der Front an. Na, da seht ihr, die Trolle haben keine Chance gegen die Hellebardier, also gegen die Hellebarden. Die sind natürlich auch sehr gut dafür geeignet, welche Trolle auszuschalten. Ja, die fliegen jetzt aber, genau. So, da die Kavallerie jetzt auch leichtes Spiel, kann die quasi einsetzen, wie er will, fliegt über mit seinem fliegenden Monster rein, mit seinem General, kann die Artillerie problemlos ausschalten, kann die ganzen Fernkämpfe problemlos ausschalten. Also hier waren die fliegenden Monster definitiv ihr Geld wert, also die haben wirklich extrem viel Schaden angerichtet, sowas kann auch in die Hose gehen, wenn es zu einem normalen Nahkampf kommt, aber man kann es natürlich auch kontern mit diversen Einheiten. Wurde hier aber nicht gemacht, da war schon an der Aufstellung eigentlich klar, wenn der Bretone es nicht ganz verkackt, dann hat er eigentlich von vornherein gewonnen. Dementsprechend auch 3 Punkte für Ultima, 0 Punkte für Mystery. Ich blende euch hier nochmal schnell die Tabelle ein. Das Spiel zwischen UNSC und Ben wurde noch nicht ausgetragen, deswegen ist momentan Ultima auf Platz 1 und ihr seht, die Verluste waren quasi nicht existent. 69 Verluste ist quasi gar nichts, auch wenn die Einheiten, die gestorben sind, wahrscheinlich relativ teuer waren. Wenn man sich's mal anschaut, wobei, nee, der Paladin ist ja nicht gestorben, das ist ja eh nur eine Einheit. Wahrscheinlich was größtenteils Kavallerie, die ist natürlich recht teuer. Aber, ja. Man sieht auch, dass die Orks teilweise nicht mal alle gestorben sind, dadurch, dass eben der General so früh rausgesniped wurde, sag ich mal, mehr oder weniger, mit diesen fliegenden Einheiten. Hat er gar keine Chance mehr, irgendwas im Nahkampf zu reißen. Die Einheiten sind einfach geflohen, bevor sie irgendwas anrichten konnten. Die Kavallerie war dann auch hoffnungslos unterlegen und die Fernkämpfer konnte er eben durch die feindliche Luftüberlegenheit, sage ich mal, überhaupt nicht mehr einsetzen. Also Mystery hat da in dem Fall ziemlich Pech gehabt, muss man auch sagen. Mit der Aufstellung hätte er es nicht arg viel besser machen können. Mal schauen, vielleicht schafft das noch die nächsten Runden zu gewinnen. Ich meine, das war jetzt das erste Spiel, das bedeutet noch nicht viel. Aber im zweiten Spiel sollte er sich definitiv anstrengen, wenn er weiterkommen will. Und Ultima, der hat jetzt schon mal den ersten Schritt gemacht. Noch ein Sieg, dann ist er quasi sicher weiter. Außer es passiert noch ein Wunder, aber der kann sich noch nicht zurücklehnen, aber auf jeden Fall mal entspannt an die nächsten zwei Spiele rangehen. Okay, als nächstes kommt noch das Spiel zwischen UNSC und Ben und das letzte Spiel der Gruppe C, Wüstenfuchs gegen Nuradon. Da könnt ihr euch auch auf jeden Fall schon mal drauf freuen und dann wäre es das für die Woche dann auch schon gewesen. Danach geht es weiter mit Vorrunde 2, aber ich kann euch natürlich noch empfehlen, Yannicks Videos anzugucken, der kommentiert nämlich die Gruppe B und D. Gut, dann war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Schlacht war jetzt nicht allzu spannend, aber definitiv schön anzusehen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!